Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus, ich begrüße euch zu einer weiteren Mod-Vorstellung für den Euro Truck Simulator 2 in der Version, zu hören, 1.27. Und heute haben wir den MAN TGX aus dem Jahr 2010 in der Version 3.3 als Schwerlastausführung. Hallo, die geht einfach mal durchs Bild. Ja, dieser Mod ist jetzt auch nicht so groß, deswegen sollte er auch bei vielen funktionieren. Und ja, wo gehe ich natürlich hin? Erstmal wollen wir uns anschauen, was wir mit diesem LKW machen können. Natürlich gab es den schon in verschiedenen Versionen oder Updates, aber ja, jetzt haben wir die Version 3.3, möchte ich jetzt sagen. Und hier steht da, also sonst ist er ja nur TGX und hier steht 2010 und das sollte den einen oder anderen, ja, klar werden, dass das hier der Mod ist. Gut, wir können natürlich wieder drei verschiedene Kabinensorten nehmen, die XL, XLX und XXL. Wir wollen natürlich XXL nehmen und haben natürlich die verschiedenen Fahrwerke 4x2 oder 8x4. Wow, das sieht nach sehr, sehr Schwerlasttransport-Tour aus. Eventuell, vielleicht am Donnerstag im Livestream. Schauen wir mal. Wir werden mal hier die stärkste Motorversion reinmachen. Und wir stehen hier, wir machen mal eine andere Farbe, und zwar die hier oder mal in Grau. Und jetzt machen wir mal den Motor rein und sehen gleich, ja, es ändert sich. Wir haben die Auswahl von 320 bis 680 PS. Und dann seht ihr auch schon, ab welcher Version macht er hier den V8 rein. Ab 600 zeigt er uns hier V8. Gut, dann haben wir natürlich die Möglichkeit von 16 Gang bis 12 Gang, ja, alles zu nehmen. Das bedeutet, ja, die Leute, die ein bisschen schalten wollen, müssten wahrscheinlich dann noch eine Taste belegen, um hier den Splitter, also dass ihr, wenn ihr 6-Gang-Getriebe selber am Lenkrad habt, ne, oder ihr macht das mit so einem Shifter, ja, dann würde es wahrscheinlich auch gehen. So, aber lange Rede, gar keinen Sinn. Ihr wisst ja, ich fahre ja mal mit der echten Automatik. So, aber wir haben jetzt drei Auswahlmöglichkeiten, unser Cockpit zu wählen. Ich finde das gar nicht mal so schlecht. Das Problem ist, an den beiden sieht man, dass wir kein Navigationssystem haben. Deswegen würde ich fast diese mausgraue Version nehmen. Ja, okay. Man kann schon sagen, ist nicht mehr so modern, wenn man jetzt die anderen LKWs so sieht. Aber alles da, wo es hin sein oder wo es hin sein muss. Ah, das ist ein Deutsch wieder. Gut, alles klar. Ja, schon lange keine Mods mehr vorgestellt. Aber es wird mal wieder Zeit. Gut, wir haben jetzt keine Firmenlackierung oder sonstige Sachen, also von Real-Life-Firmen. Wir machen mal Gold und dann suchen wir mal die einzelnen Sachen aus, die wir hier ändern können. Und ihr seht schon hier, können wir entweder hier in Plastik oder in Paint, also in Wagenfarbe, dann können wir, das kennt man irgendwie aus dem sogenannten, ja, Tuning Scania DLC, ne? Wo man halt solche Sachen, sag ich mal, ändern kann, wie das hier, ne? Wird wahrscheinlich für die anderen LKWs dann irgendwann mal auch geben, ne? Dass man hier so eine goldenen, die verchromten Türgriffe und sonstige Sachen ranmachen kann. So, wir werden mal einfach hier die Reifen, ja, das ist aus dem sogenannten DLC, kennen wir ja. Und dann machen wir hier das drauf. Und ja, das ist jetzt auch nicht so besonders. Aber jetzt gehen wir hier vorne mal lang. Ihr habt ja gesehen, entweder mache ich das. Sieht schon ein bisschen krass aus, ne? Muss ich ehrlich sagen. Also in dieser Version, hier mit so einer Spange irgendwie festgehalten, schön auf die Details geachtet. Oder mache das halt in dieser Farbe, ne? Ich lasse es mal so, weil jetzt sieht das ein bisschen affig aus. Aber wenn wir dann fertig sind, merkt ihr dann schon, dass es dann nicht mehr affig ist. Wir können natürlich hier einzelne Sachen ranmachen. Komplett in Wagenfarbe. Aber ich will immer so kleine Akzente haben. Dann machen wir halt hier ein paar Lichter ran. Ne? So wie wir es haben möchten. So, ein paar Lichter machen wir an. Wie sieht es aus? Ja, könnte man hier dazwischen auch noch welche machen. Aber wir übertreiben mal nicht. Und jetzt haben wir hier, ja, sind schon einige Versionen hier. Auch das finde ich schön. Hier vorne noch so ein bisschen verchromt. Ne? Da gibt es schon ein paar Sachen.
So hier. Aber wir machen das erstmal ab, weil wir werden gleich sehen, wir können auch sowas machen. Das finde ich zum Beispiel richtig genial. Entweder hier so eine Blenden an den Lampen rundherum oder hier dann auch noch so ein Gitter. Oder ihr macht halt hier auch vorne noch ein bisschen Gitter. Aber ich finde das hier schon ein bisschen yes. Und man kann auch, wenn man möchte, sowas machen. Oder hier so eine Ösen. Oder so. Sieht dann halt mehr wie Baufahrzeug rein. Also das, ich denke mal, bei sowas wird dann ja der LKW wahrscheinlich irgendwas drücken können. Also hinterm Schwerlastauflieger vielleicht fährt er hinterher und schiebt den quasi von hinten so ein bisschen an. Und wenn die andere Zugmaschine das nicht schafft, ne, kann ich mir gut vorstellen. Aber wir machen es mal in der Version, weil da sieht er auf jeden Fall ein bisschen hübscher aus. So, wir haben gesagt, das wollen wir. Und dann gibt es natürlich noch verschiedene Anbauteile. Auch das hier, das passt eigentlich ganz gut dran. Aber ihr seht hier schon, ja, das gefällt mir. Wir können natürlich so eine Sachen auch noch ranbauen. Alles kein Problem. Ich habe mich, aber ihr müsst gucken, wenn ihr zum Beispiel das hier ranbaut, dann könnt ihr natürlich das hier nicht ranbauen. Dann macht er halt einen Fehler und sagt, hey, was willst du denn? Dann machen wir diese Sache, können natürlich hier, ich mag jetzt übrigens immer so die viereckigen Lampen. In den früheren Videos habe ich ja gerne diese rund genommen. Das will nicht. Dann machen wir das so hier. Eigentlich sollte das gehen. Will er doch nicht. Was habe ich da gebaut? Habe ich da eine andere Version hier unten? Ach, das habe ich hier genommen. Gut, alles klar. Aber wir sind noch nicht fertig. Wir können natürlich sowas hier noch ranmachen. Ja, entweder verchromt oder nicht. Ist ein bisschen übertrieben, ich weiß, aber warum nicht? So, hier vorne entweder Name oder wir machen hier MAN. Wir könnten hier ist auch neu. Da können wir auch noch ein paar Lämpchen reinbauen. Hier nehmen wir mal das hier. Auch noch ein paar Lampen. Was dann schade ist, wenn ich jetzt hier oben lang gehe, gibt es dann nur diese. Aber ich habe ja die Möglichkeit, hier auch diesen Mod hier ran zu machen. Aber das passt natürlich nicht richtig, ne? Weil die Rundumlampen sehen natürlich ein bisschen besser aus. Okay, ihr seht schon, hier haben sie nicht richtig lackiert. Sollten wir was machen, entweder so oder so. Wir machen es mal so ran und setzen dann dieses Standard hier rauf. Gut. Ja, hier geht natürlich die Flaggen, die obligatorischen wollen wir aber nicht. Aber was ich auf jeden Fall richtig cool finde, ist sowas hier. Das ist super und weht natürlich auch im Wind. So, jetzt haben wir eigentlich ja großenteils gemacht. Auch solche Sachen, die schon so ein bisschen vordefiniert sind, finde ich eigentlich ja ganz okay. Ja, also auch wenn hier an der Seite schon so ja vordefinierte Sachen sind, weil dann brauche ich jeden einzelnen Lichtleiter da ranbauen. Ja, das ist manchmal ein bisschen ja, nervenaufreibend. So, und das ist einfach nur unterschiedliche Farben. Ihr seht das entweder in Schwarz, Silber oder halt Wagenfarbe komplett. Und dann können wir natürlich noch ein paar M-Töpfe ranmachen. Könnten noch ein bisschen stärker ausgeprägt sein, noch ein bisschen mächtiger. Aber das ist hier super. Hier könnten wir noch irgendwie. Aber da gibt es leider keinen Punkt dafür. So, ein Größer haben wir jetzt gemacht. Auch jetzt hier die Seitenspiegel kann man leider nicht auswählen. Also ich würde mir wünschen, dass es drei Versionen gibt. Entweder in Plastik komplett, dann in voll lackiert oder so wie dieser hier, Plastikgriff und der ja, Kopf vom Spiegel ist dann halt in ja, Wagenfarbe. So, gehen wir mal rein. Ja, hier ein paar Sachen, aber es sind halt meistens immer die Standardsachen. Ich lege mal die ja, Tasche von der Frau hin. Selbst aber die Sitze können wir ändern. Das finde ich zum Beispiel auch eine Sache, die könnte man eigentlich ins Spiel reinbringen. Sollte doch nicht das große Problem sein. Hier die Kühlbox. Und für die Leute hier, ich fahre jetzt hier Automatik. Ihr seht es wahrscheinlich nicht richtig. Ah, doch. Und jetzt kann ich aber auch selber Ganghebel reinmachen. Die SCS-Software, nee, SISL, die funktionieren hier aber nur begrenzt, also nicht überall, ne? So, Lenkrad, nehmen wir mal das Hochwertige, nicht dieses, da
dass man hier ein bisschen mehr Leder sieht. Und dann geht ab die Luzi. Für alle, die sowas mögen. Naja, kann man reinmachen. So, ich denke und hoffe, dass ich alles gefunden habe. Haben wir noch an den Scheiben was? Oh, das ist ein schönes Detail. MAN, aber das glaube ich auch ein Standardspiel auch schon. So, gucken wir uns den mal an. Da ist er. Und man könnte ja durchaus mal eine schöne Schwerlasttransporttour machen. So, im Grunde genommen, ja, 150.000 habe ich jetzt den stärksten Motor drin, habe ich drin. Und ja, ich denke mal bis 280.000. Was habe ich gesagt? 150? Nee, 250.000. So, gehen wir mal wieder zurück und fahren einfach nur eine kleine Runde. Ich habe natürlich das Lenkrad nicht angeschlossen bei dieser Mod-Vorstellung. Wir werden jetzt einfach mal den Motor ans Anhören. Gucken wir uns den noch ein bisschen an. Ich glaube, das ist der Standardmotor. Da gibt es weiter nichts. Die Hupe ist immer noch sehr, sehr männlich. Ja, wenn ich mal voll Licht anmache. Schon wieder die Edeltraut, die hier einfach so langschlawinert. Also die steht ein bisschen über dem Boden. Naja. Und dann fahren wir mal. Wir setzen uns mal ganz kurz rein hier. Ja, sind auch beleuchtet. Gut, jetzt habe ich hier auch noch ein Navi, weil ich dachte, ja gut, nimmst du das andere. Ja, eigentlich schön, ne? Ja. Ist schon ein mächtiger LKW. Und hier die Begrenzungsfahren hier, die wehen natürlich auch, auch fast korrekt physikalisch in der Luft. Krieg gleich eine Strafe. Und jetzt bremsen wir mal. Oh ja, schön. Das lässt sich auch wirklich gut mit dem Lenkrad lenken. Mit der Tastatur, muss ich sagen. Ja, sehr harmonisch. Natürlich, wenn man sieht, ne, die Version 3.3 müsste es jetzt sein. Da läuft er. Da werden dann immer kleine Nuancen reingemacht, wenn der Mod schon so steht und so eigentlich schon top ist. Weil ja vieles auf diesem Basis-LKW geht, ja. Und dann nach und nach neue Anbauteile kommen. Ist das schon eine schöne Sache. Also mir gefällt er. Ihr könnt natürlich wieder abstimmen, wie ihr diesen Mod findet. Und ob ihr einen Livestream am Donnerstag sehen möchtet, wenn alles gut geht mit diesem LKW. Dann fahren wir wieder live mit diesem LKW. Weil, ja, am Mittwoch will ich meine Runde ATS im Livestream spielen. Ne? Kann ja mal was anderes kommen. So, ich würde sagen, ich mache einen Fisch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Eins bedeutet gut und fünf als, ja, sau schlecht. Ne? Also bei der Bewertung, weil ich immer wieder Fragen kriege. So wie in Deutschland die Noten sind, so machen wir das. Also, mit den Worten, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.